Als der Krieg vorüber war, konnte man weder die DDR noch die BRD ohne die Großväter machen. Der Traum von Zukunft wollte nichts wissen von den Schuldigen der Vergangenheit. Nicht 45, nicht 90. Also Fresse halten. Kopf einziehen und durch. Auf beiden Seiten der Grenze. Natürlich müssen Köpfe rollen, aber doch nicht alle. Die große Gemeinsamkeit der Teilung? Schweigen. Schweigerepublik Deutschland. Das Schweigen pflanzt sich fort, wiederholt sich 1990. Wieder versinkt Schuld und Täterschaft im Wohlstandsversprechen. Großvaters Hülle saß vor uns und spielte Halma. Und was er verdrängte 45 und was die Eltern verdrängten 90, das lebt fort unter allem Wohlstand und erwacht als Untoter, als Zombie. I just